Wie werden moderne Pop-Vocals produziert? In der heutigen 12. Ausgabe des Adventskalenders haben wir mal die seltene Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und im Rahmen von einem Mix-Breakdown zusammen mit Jan Löchel, den wir gleich aus Berlin dazuschalten, mal hinter die Kulissen von seinem Song River zu schauen. Eine moderne Pop-Produktion, eine Ballade, richtig, aber auf jeden Fall eine tolle Ballade mit nur einem Klavier, ein bisschen Synthesizer und einer Stimme, also wenig Material, mit dem man trotzdem einen ganzen Raum füllen kann und wie das heutzutage gemacht wird. Das schauen wir gleich uns genauer an. Wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Kläppchen im Recording-Blog Adventskalender 2019. Und erkennst schon an der Brille, heute ist irgendwas anders. Richtig. Wir werden die Folge Nummer 12 und Nummer 13 einfach mal etwas anders gestalten und werden im Rahmen eines Mix-Breakdowns einfach mal hinter die Kulissen einer modernen Pop-Produktion schauen. Passend zur Zeit eine Ballade, die uns der liebe Jan Löchel zur Verfügung gestellt hat. Falls du Jan nicht kennen solltest, kann ich dir hier mal ein Video einblenden, wo ich schon mal ein Interview mit ihm gemacht habe. Sehr interessanter Typ, ein guter Musiker, ein toller Sänger, ein fantastischer Mischer. Und wir werden gleich mit ihm mal zusammen hinter die Kulissen von seiner Produktion River schauen. Schauen uns im heutigen Teil erstmal Klanggestaltung, Equalizer und Kompression an und morgen geht es dann um die Hallräume, die er benutzt hat, denn gerade bei so einer Balladenproduktion, da geht es ja auch um die Hallräume, denn wenn nur Klavier, ein bisschen Synthesizer und eine Stimme da sind, dann ist natürlich relativ viel Platz zu füllen und wie er das genau gemacht hat, das schauen wir uns wie gesagt in diesen beiden Teilen an. Wir gucken jetzt mal, dass wir Jan in Berlin erreichen und ich bin schon sehr gespannt, ob er am Start ist. Los geht's. Jan, wie schön, dass wir dich treffen. Du bist in Berlin. Was machst du in Berlin? Ja, ich bin in der Hauptstadt. Ich bin gerade in einer Fernsehproduktion, die nennt sich The Voice Senior. Und da bereiten wir das Finale vor, was am Sonntag auf Sat.1 um 20:15 zu sehen ist. The Voice Senior, ein schönes Format. Wir proben gerade mit Menschen über 60, die nochmal auf die Bühne gehen. Und das ist cool. Ja, die haben richtig was drauf. Ich habe mal reingeschaut, also da sieht man Stimmen, wo man bei einigen 20-Jährigen nur sagen würde, pass auf, da kannst du mindestens 17 Scheiben von abschneiden. Total. Und sehr gelebtes Leben mit Geschichten, die nur das Leben schreiben. Sehr schön. Du hast uns deinen aktuellen Song mitgebracht, ein Cover von einem Joni Mitchell-Song von River, was mich sehr freut, weil es ein toller, stimmungsvoller Song ist, der jetzt wirklich auch in diese Zeit reinpasst und sehr spartanisch produziert ist, aber eine ganz tolle, intensive Wirkung hat. Und ich würde sagen, ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt, wir machen zwei Teile hier von diesem Gespräch. Wir gucken uns heute mal Klanggestaltung, Equalizer und Kompressor an. Und morgen schauen wir uns dann im zweiten Kläppchen dann mal deine Hallräume an, die ich nämlich auch sehr spannend und sehr gelungen finde. Und vielleicht gucken wir mal, dass du uns mal erklärst, wie der Weg dich dahin geführt hat, wo du dann am Ende des Tages rausgekommen bist. Sehr gerne. Alles klar, gehen wir mal rüber in die Session. Ich nehme dich mit. Da sind wir beide zu sehen. Und wir hören einfach mal ein kleines Stückchen rein in den Song, damit du mal ein Gefühl dafür hast und bekommst vor allem. Und wenn du Lust hast, den ganzen Song anzuhören, also du Zuschauer da draußen jetzt in dem Fall, wenn du Lust hast, den ganzen Song zu hören, dann werde ich dir hier oben mal das Video verlinken, wo du dann draufklicken kannst. Du kannst den Song natürlich auch, wenn du den deiner Mama, deiner Freundin oder deinem besten Kollegen schenken möchtest, bei iTunes kaufen und dann natürlich auch da mit einer kleinen Spende den Song erwerben und gleichzeitig den Künstler unterstützen. Jetzt hören wir aber erstmal rein in die River-Variante von Jan Löchel. It's coming on Christmas. They're cutting down trees. They're putting up reindeer. Singing songs of joy and peace. I wish I had a river. I could skate away on. But it's on snow here. It stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. Oh, I wish I had a river so long, and I would teach my feet to fly. Mikro wieder anstellen, nicht vergessen. Gehen wir mal an der Stelle raus und schauen mal einfach tatsächlich auf die Produktion. Also wie man schon sehen kann, ich habe es gerade mal kurz den Mischer rausgenommen. Wir haben hier insgesamt nur 10 Spuren, das heißt ein sehr spartanisches Setup. Und eben deine Stimme, Jan, die du uns hier ja auch jetzt gleich mal solo präsentieren wirst, ohne dass du selber singen musst. Auch schon sehr lustig. Und ich würde sagen, die Hallräume, das sind die gesamten Busse, die wir hier unten haben, die schalte ich mal alle aus. Und dann hören wir uns jetzt einfach mal gleich an, was die komplette Bearbeitungskette macht. Ich zeige sie mal kurz
von oben. Wir haben ein Antares Autotune, der ein kleines bisschen Geschmack reinmacht und das Ganze ein bisschen gerade zieht. Eine Studer-Bandmaschine, ein Channel EQ, ganz normal von Logic dabei. Dann haben wir ein 1176, ein LA2, so viel keine Magie irgendwie. Ein Pultec Equalizer, noch ein LA2 und ein Deesser. Mit anderen Worten, Jan, du hast ja jetzt hier nicht wirklich viel Voodoo draufgepackt oder so, ne? Nee, also im Grunde ist es so ein bisschen das Grundsetup, was ich häufig nehme, was auch so stilübergreifend funktioniert. Aber ich hatte natürlich auch so eine bestimmte Klangästhetik vor Augen. So, und ich glaube, das hat sich auf jeden Fall ganz gut transportiert. So. Kannst du die beschreiben, so eine Ästhetik, oder musst du dich da rantasten an den Sound? Also letztlich ist es so ein Song, den ich viel mit der Akustikgitarre schon alleine auf Konzerten gespielt habe. Und ich wollte sowas Skandinavisches haben. Also als würden wir jetzt so mit dem Klavier am Fjord stehen und die Nummer spielen. Und der Philipp Steinke, der das Klavier gespielt hat, schickte mir auf einmal so Files. Und ich merkte, oh, ich glaube, da kommt was zusammen. Hier passiert so. Was. Genau, und dieses Hölzerne, dieses Warme, dieses, ich nenne es immer Skandinavische. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Ja. Oder ihr wisst, was ich damit meine. Das habe ich so ein bisschen im Ohr gehabt. Und diese amerikanische Folk, dieses Amerikaner verbindet sich so gerne, also in dem Song einfach mit diesem skandinavischen Folk, den ich so mag. So. Und das war so der Plan. Die klingen sehr modern, deine Vocals, die du da gemacht hast. Das heißt, beim Aufnehmen hast du natürlich wahrscheinlich schon ein kleines bisschen mit Kompression gearbeitet, hast mit einem guten Mikro gearbeitet und mit einem guten Preamp gearbeitet, wo du schon bei der Aufnahme so ein bisschen den Sound gestaltet hast, ne? Magst du uns kurz deine Kette verraten? Dann kann man es ein bisschen besser einschätzen. Ja, gerne. Ist auch eine Kette, die ich seit Jahren habe. Es ist das MikTek Röhrenmikro CV4. Umschaltbar komplett und ein sehr universell einsetzbares Mikro, vor allen Dingen für Vocals, aber auch für Akustikgitarren super. Da geht rein in einen, wie heißt der genau? Great River 1073, Neve 1073 Klon. Ich glaube, er heißt MV1N. So. Ein 1073. Auch seit das ist er, ganz absolut. Es ist einfach ein tolles Tool, so. Total geht von clean bis färbend alles. Und geht dann weiter in einen Distressor von Empirical Labs. Um die Dynamik schon mal unter Kontrolle zu halten. Genau. Ich finde, dass der Distressor bei der Aufnahme so ein bisschen mitsingt. Das so als Sänger, für mich ist das so mit dem Kopfhörer-Sound, den ich kenne, ist das echt so ein Tool, was so mir das Gefühl gibt, okay, jetzt wird's ernst. Und es klingt irgendwie alles schon so ein bisschen. Und der macht so die Obertöne, die ich schön finde. Letztlich nutze ich ihn immer in so einer, ich glaube, man nennt es so eine 1176-Einstellung, was Attack and Release angeht. Und das nehme ich einfach mit auf. Ratio 2:1. Nicht zu viel, aber schon, dass in der DAW was ankommt, was schon so ein bisschen Spaß macht. Ja, es klingt also schon beim Aufnehmen so, dass du einen Hit aufnimmst. Oder zumindest die One Million, man sagt ja immer so die One Million Dollar Stimme. Wenn der Sänger sich gut fühlt beim Singen, singt er auch doppelt so gut. Also dementsprechend ist das schon wichtig, dass man sich gut hört. Ne? Da glaube ich schon drauf. Ich glaube, man muss nicht immer da irgendwie das teuerste Mikro und den teuersten Kompressor haben, aber ich glaube an diese Tatsache, dass wenn man sich gut fühlt, dass da was in der Performance passieren kann, was man nicht unbedingt nur üben kann. Und dann braucht man halt auch nicht, also es sind jetzt eine ganze Menge Plugins auf den ersten Blick, ne? 2, 4, 6, 8 Plugins. Zwei, habe ich richtig gezählt? 2, 4, 6, 8 Plugins. Aber am Ende des Tages machen sie nicht viel. Wir fangen an, einfach mal, wir gehen mal kurz durch. Ne? Du hast mit einem Autotune so ein kleines bisschen die Unebenheiten rausgenommen, aber wirklich nur die Unebenheiten. Wir reden ja nicht über Chair-Effekt, ne? Nee, ich glaube nicht. Also es ist eher sowas, wo man beim ersten Singen, beim Zurückhören merkt, so, okay, ich will mich auf den Ausdruck konzentrieren. Der macht es ein bisschen konkreter und bügelt so ein bisschen drüber. Die Einstellung ist sehr moderat und macht es für mich so ein bisschen, in diesem Fall muss ich auch nicht bei jedem Song haben, hier macht es macht es eindeutig so. Ja, schön. Und für dich da draußen, wenn du dir die Einstellung mal genauer angucken willst, dann halt das Video gerne an und schaust dir mal genau an. Das ist wirklich eine angenehme Einstellung, die der Jan hier gewählt hat. Das macht nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das Einzige, was hier variabel wäre natürlich, ist die Tonart, die du richtig einstellen musst für deinen Song. Aber damit kannst du auf jeden Fall schon mal deine Stimme charmant gerade ziehen. Nehmen wir als nächstes, hast du dann eine Bandmaschine draufgeschmissen, eine Bandmaschinen-Emulation in Studer. Was macht das für dich?
das macht es für mich, bettet es für mich etwas besser ins Playback ein. Also immer dann, wenn ich so bei einer sparsamen Nummer eben Probleme habe, die Vocals wirklich in das sparsame Playback einzubetten, also sprich, sind sie zu laut, zu leise oder genau richtig, macht die Studer, dass der Gesang irgendwie fertiger klingt so. Mhm. Mag vielleicht auch so ein bisschen Voodoo dabei sein, aber es hat sich auf der anderen Seite für mich auch etabliert. Ich habe ihn sehr häufig drauf, also diesen Effekt. Das zeigt für mich aber auf jeden Fall, dass du so Saturierungseffekte sehr gerne auf deiner Stimme magst, weil du sie mit einplanst. Ja. Du hast ein Röhrenmikrofon, du hast einen färbenden Preamp, du hast den Distressor in der 1176-Einstellung, du hast den Antares, lassen wir mal, ist Geschmackssache. Dann hast du hier eine Bandsättigung. Mhm. Das färbt schon den Klang, bevor du überhaupt in den ersten Equalizer reinkommst, der dann am Ende des Tages hier nur noch ein paar Resonanzen rauszieht und mit einem Low-Cut ein bisschen untenrum aufräumt. Das war's dann aber, ne? Richtig. Also das ist in erster Linie aufräumen. Das stimmt. Ja. Klangbildend würde ich danach dann auch noch reingehen, aber gerade jetzt hier der Logic EQ finde ich perfekt, um eher so analytisch zu arbeiten. Ja, das heißt, du hast jetzt deinen Sound also geformt, du hast ihn aufgeräumt und jetzt gehst du an die, komprimierst du das Ganze ein bisschen? Jetzt sind wir ja nicht in so einem hochproduzierten Katy Perry Song, wo die Vocals wirklich gnadenlos über dem Playback stehen müssen, sondern du hast hier ein bisschen Raum zum Atmen, deswegen musst du nicht ganz so stark komprimieren. Wir haben ja eine Ballade. Das stimmt. Mit dem 1176 AE, den du hier genommen hast von UAD. Das ist die sauberere Variante von diesem 1176. Interessant. Ja, das ist so eine Luxusvariante, die, glaube ich, auch nur 500 Mal gebaut wurde insgesamt. Ich habe das Glück gehabt, mal einen in der Hand zu haben. Fantastisches Gerät, wirklich. Und der hat nämlich die seltene, wie du hier sehen kannst, die seltene 2:1 Einstellung. Die hat eine 1176 sonst das nicht. Das war's. Ne? Richtig, ja. Und der klingt auf jeden Fall im Vergleich dann dazu eher sauber. Lass mal kurz laufen, damit wir mal sehen können, was er genau macht. Ich mache gleich nochmal alle Plugins aus und nochmal an für dich da draußen und dann gucken wir mal kurz, was der hier komprimiert. Na, die Stelle war ganz schön. Nehmen wir mal noch ein bisschen davor. Ich glaube, so 5, 6 dB macht der. Oh, I wish I had a river so long. And I would teach my feet to fly. Man hört im Hintergrund auch so ein kleines bisschen deinen Raum bei der Geschichte. Ja. Dein Raum ist nicht totgedämpft, ne? Nein, überhaupt nicht. Das also der Raum ist sogar, ich würde sogar sagen, er ist lebendig. Also es ist durchaus etwas, wo man sagen würde, okay, für eine ganz trockene Sprachaufnahme, für ein Hörbuch, müsste man noch ein bisschen mit Stellwänden, die ich auch habe, erarbeiten. Aber diese Situation, die ich jetzt gerade habe, war eher so eine Wohlfühlatmosphäre, wo ich gerne singe. Aber nee, das stimmt. Also man hört den Raum. Ja, cool. Danach, also da hast du die Dynamik so um die 5, 6 dB irgendwie eingefangen. Danach hast du mit einem LA2 auch die Grey-Variante hier, die ein kleines bisschen färbt. Wir sind schon wieder bei Färbung des Sounds. Noch ein bisschen nachgeholfen. Den gucken wir mal, was der kurz macht, ob der großartig komprimiert. Oh, I wish I had a river so long. And I would teach my feet to fly. Nee, viel macht er nicht. Ich glaube so 1 dB oder so. Aber man merkt, wie der Sound insgesamt von deiner Stimme sehr, sehr griffig wird irgendwie. Das ist so das Ansingen von den Tönen, das macht wirklich Spaß. Das klingt auch sehr modern. Ja, also ich bin halt jetzt auch, weiß Gott, kein perfekter Sänger so. Also das heißt, es ist in dem Fall war es zum Beispiel so, dass ich das so, so eine abklingende Erkältung war. Und ich aber diese Unzulänglichkeiten, die in der Stimme so sind. Also ich mag das, wenn es betont wird. Weil also bei dem Song würde es überhaupt nicht Sinn machen, das zu vertuschen. Das hat Charakter, da bleibt ja nichts mehr übrig. Genau, und diese Sachen dann zu verstärken und zu sagen, okay, das mag dann ein bisschen polarisieren, aber es ist halt irgendwie auch ein Statement. So. Und so verstehe ich Musik auch. Nicht nur, was die Stimme angeht, insgesamt so auch. Instrumente, Songwriting. Und passt das irgendwie ganz gut. Sehr schön. So, als nächstes machst du jetzt richtig Geschmack drauf. Du hast dir ein Pultec ausgesucht und zwar die Legacy-Version von UAD, die unter Fachleuten auch für die bessere gehalten wird, witzigerweise, wie ich jetzt schon herausgefunden habe. Also die teurere Variante wird gar nicht so gern genommen, weil diese hier schon von sich aus ein kleines bisschen färbt. Voodoo würde behaupten, dass es einfach nur ein bisschen lauter wird, aber einige sagen, das macht was mit dem Song oder mit dem Sound, der schon fantastisch ist. Und du hast hier mit dem Pultec-Trick untenrum bei 100 Hertz ein bisschen
abgesenkt und gleichzeitig ein bisschen angehoben, ein bisschen abgesenkt. Hast dann, was haben wir hier, ein bisschen einen Boost bei 16 Kilohertz, auch Pultec-Trick, anheben und absenken gleichzeitig. Dann hast du hier bei 200 Hertz ungefähr, da liegt so der Nahbesprechungseffekt, da hast du ein bisschen angehoben, glaube ich, mit dem Peak, witzigerweise. Und dann hast du aber noch, senke da auch ab. Ne? Und senkst also auch gleich wieder ab bei 200 Hertz daneben. Genau. Also jedes Mal dreimal den Pultec-Trick bei der gleichen Frequenz anheben und absenken. Und ich glaube, da an der Stelle, weil das, ich finde, der macht ganz viel mit dem Sound. Den mache ich mal an und aus und wir hören mal kurz eine Stelle, wo ich den an und aus mache. Me at ease. She loved me so naughty. Made me weak in the knees. I wish I had a river. I could skate away on. Also der macht tatsächlich die letzte Politur auf die Stimme, finde ich wirklich. Also dadurch, dass er ein bisschen aufräumt eigentlich, also der Aufräumeffekt ist größer als der Betonungseffekt, aber dadurch, dass er so toll auf, also ist eine ganz tolle Farbe, die der auf deine Stimme drauf kriegt, wirklich. Also ich finde an dem Tool einfach so gut, dass du, ja, du packst den halt rein, hast vorher eben schon so ein bisschen so ein bisschen aufgeräumt, indem du ein paar Resonanzen rausgezogen hast und kannst dann halt einfach mutig sein. So, ja. Das ist so, das, du kannst nicht so wirklich viel falsch machen. Also selbst wenn du extrem boostest, da muss das Signal schon sehr komisch sein, dass es ganz kaputt klingt. Und das finde ich, dadurch entstehen manchmal so Sachen auch, indem man übertreibt oder zunächst so ein bisschen übertreibt, die dann am Ende so ein bisschen stilprägend sein können. Das mag ich total daran. Sehr schön. Man merkt auf jeden Fall, dass du sehr mutig bist beim Umgang mit der Stimme und wirklich was riskierst. Das ist auch, aber wie gesagt, es klingt sehr so sehr, sehr modern, sehr griffig und sehr wirklich, also sehr angenehm. Mhm. Als nächstes hast du noch den LA2 nochmal in der Limiter-Position. Der macht, glaube ich, nur noch so ein dB, dass er vielleicht in der Spitze abfängt. Und dann hast du am Schluss der Kette dir einen DS-er dann doch noch gegönnt. Ich habe mich schon gefragt, ob noch einer kommt. Ja, es kommt noch einer, weil die S-Laute sind ja heutzutage dann doch stark im Zaum zu halten. Ne? Ja, also gerade dann, wenn es natürlich so im High-End, wenn man da halt einfach gerne auch so ein bisschen was haben möchte und das dann auch noch komprimiert und dann eben auch noch einigermaßen laut sein möchte in der Summe. Ja, und es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ich kann es laut hören. Also es hat mich früher immer sehr gestört, dass ich einen Song nicht laut hören konnte von mir, weil ich dachte, oh nee, da kommt gleich wieder die Stelle raus. Genau, und das war dieser Precision DSer ist für mich so ein Tool, da muss ich wenig Abstriche machen in den Höhen, wenn ich ihn einsetze. Ja. Der macht so schön, so eine Patina macht er so. Das finde ich, also ich mag es ganz gerne. Sehr schön. Wie man hier am Peak übrigens sehen kann, der greift bis zu minus 10 dB ein an der richtigen Stelle. Du hast für dich dann die 8, 9 Kilohertz gefunden. Das ist dann bei deiner Stimme oder bei deiner Vocal Chain dann auch so. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal kurz einmal alles aus und einmal an und hören dann tatsächlich mal jetzt en bloc, was diese komplette Kette ausmacht. Also, gehen wir mal da rein. She tried so hard to help me. She put me at ease. She loved me so naughty. Made me weak in the knees. I wish I had a river I could skate away on. Na, das ist schon deutlich. Ich mach's noch mal aus. Wir hören noch mal einmal kurz eine Passage. But I'm so hard to handle. I'm selfish and I'm sad. I've gonna lost the best baby that I ever had. I wish I had a river I could skate away on. Toll, also ich glaube, dieses Wort griffig ist tatsächlich der richtige Begriff an der Stelle. Es kriegt einen tollen, modernen, professionellen Sound, einen tollen Charakter irgendwie. Und wie es dann mit den Räumen weitergeht, das, liebe Freunde der gepflegten Beatmusik, schauen wir uns morgen an im Kläppchen Nr. 13 wieder mit Jan. Schauen wir hinter die Kulissen, was er mit den Räumen gemacht hat, um den Song so schön zu machen. Wenn du ihn, wie gesagt, sehen möchtest oder auch besitzen möchtest, geh zu iTunes und den üblichen Portalen, stream ihn, kauf ihn, unterstützt Jan mit einer kleinen Minispende, wenn du den Song schaust. Und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich euch vom Guten nur das Beste. Macht's gut und gute Nacht, Jan. Yassas. Gute Nacht. Danke.